Mal. Namaste, ich grüße euch. Ich bin's wieder, Diara, und wir machen heute wieder eine wunderschöne Yoga-Einheit zusammen. Ich freue mich sehr. Und heute möchte ich tatsächlich ein bisschen mit Energie arbeiten, okay? Ich habe mir so ein, zwei Übungen rausgesucht, als ich mich vorbereitet habe. Das Wetter ist schön, wir gehen jetzt wirklich mit Riesenschritten in Richtung Frühling und Sommer. Und ja, aufgrund der Umstände ist es ja so, dass wir alle auch ein bisschen einen anderen Tagesablauf derzeit haben und vielleicht auch ein bisschen mehr Energie übrig, ja? Es wäre nicht schlecht, wenn du einen Block dabei hast, und das gilt grundsätzlich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, immer, wenn wir Yoga machen. Also selbst ich arbeite gerne mit Blöcken tatsächlich. Das hat nichts mit fortgeschritten oder nicht fortgeschritten zu tun. Im Grunde, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen überspitzt sagen würde, das ist so, als wenn du Tennis spielen willst und keinen Tennisschläger hast. Ja, weißt du, was ich meine? Also schau mal, dass du dir einen Block organisierst, oder wenn du halt keinen haben solltest, dann kann das auch ein dickes Kissen sein oder zwei, drei Bücher. Unsere erste Position, und die zeige ich von hinten, ja, ich mache mal back to face. Also, du bist in einem Sitz und du öffnest deine Füße hinten mattenweit, okay? Jetzt schnappst du dir deinen Block oder dein Kissen oder deine Bücher und setzt dich mit dem Popo zwischen die beiden Fersen rechts, links auf dem Block drauf, okay? Das ist unsere erste Haltung, Rücken ist gerade. Du kannst dann gerne einmal die Schultern weit nach oben und nach hinten sinken lassen, dich noch ein bisschen mehr aufrichten, die Augen schließen, spätestens jetzt, Augen bitte alle schließen für den Moment. Wir wollen ankommen. Schau mal, dass deine Augenbrauen entspannt sind, deine Schläfen. Und die super Flexiblen von euch, die brauchen vielleicht gar keinen Block. Wir sind hier in Virasana, das ist der sogenannte Heldensitz, zwischen unseren Fersen. Du lässt deinen Atem bitte fließen und erlaub dir, dich noch ein bisschen mehr jetzt auf diesen Block einzulassen. Wenn du willst, du kannst gerne eine Hand für den Moment auf dein Herz und eine Hand auf deinen Bauch legen, ganz entspannt, einfach nur fühlen, wahrnehmen. Um viel mehr geht es jetzt erstmal am Anfang nicht. Wir bauen es ganz entspannt auf, also keine Panik. Jeder kann mitmachen, wenn ihr gesund seid, ist das kein Problem. Und ihr dürft gerne die einzelnen Übungen modifizieren, die ich ansage. Atme noch dreimal da, wo du jetzt bist, in diesem Heldensitz zwischen deinen Fersen ein und aus. Ganz tief über die Nase hinter deinen Bauchnabel, noch zwei einatmen. Schön langsam, vollständig und ganz ausatmen. Und ein letztes Mal ein. Und wir haben ja Zeit, aus. Sehr schön. So, dann komm aus der Position, krabbel so ein bisschen nach vorne, wie ein Baby. Und jetzt setzen wir uns einmal andersrum. Das heißt, jetzt kommen die Füße nach vorne und du bringst die Fußsohlen zueinander. Okay? Super. Dann halt dich an deinen Füßen fest, mach den Rücken ganz gerade, ganz lang und komm einmal tief. Jetzt darf der Rücken gerne rund werden. Lass den Kopf gerne fallen. Halt dich moderat an deinen Füßen fest und es geht jetzt darum, in die Hüften hineinzusinken. Das ist so ein bisschen unser roter Faden heute immer noch, Hüfte und Beine. Daran arbeiten wir. Lass dein Atem auch hier fließen, dass die Gesichtszüge entspannt. Spür den Unterschied. Einatmen, ausatmen. Jede Haltung ist anders. Und die Praxis ist im Grunde wie so eine große Entdeckungsreise. Einmal quer durch den Körper, hoch und runter, rechts, links, vorne, hinten, an den Seiten und wieder zurück. Auch hier, du bleibst noch drei Atemzüge. Und dann merkt ihr schon mal diese Position, die kommt gleich nochmal. Einfach mal innerlich so einen kleinen Screenshot machen, ein Selfie.
ja, und in die Hosentasche stecken für später, okay? Super, dann von hier richte dich auf und jetzt wir legen uns auf den Rücken. Super, Kopf einmal ganz schwer. Die Füße bitte wieder mattenweit, so wie gerade im Heldensitz, das ist wichtig. Füße mattenweit, Knie zur Mitte und dann beide Knie bitte einmal, so wie sie sind, nach rechts fallen lassen. Super. Dann komm wieder zurück in die Mitte, beide Knie entspannt nach links. Sehr schön. Nochmal in die Mitte, noch einmal nach rechts, beide Knie, so wie sie sind. Super. In die Mitte, Arme kannst du einfach so am Körper lassen. Noch einmal nach links. Und jetzt geht's los. Streck mal bitte beide Beine nach oben, als wenn du einen Schulterstand machst, eine Kerze. Und dann mach bitte eine Kerze. Ja, heb dein Becken an. Unterstütz dich mit den Händen an deinem Gesäß. Und von hier versuch mal, deine Füße, deine Beine nur so weit, wie es geht, okay? Jeder für sich. Wir sind alle noch nicht warm, ich auch nicht, nach hinten über den Kopf zu bringen. Und die Füße müssen auch gar nicht den Boden berühren. Wenn du jetzt mal bei mir gucken würdest, meine Füße sind nicht am Boden, die sind auch in der Luft, okay? Das ist völlig in Ordnung. Die Beine können auch ein bisschen gebeugt sein, wenn du magst. Super. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die Dynamik. Das ist eine Übung aus dem Kundalini-Yoga. Du bist von hier, du holst Schwung und jetzt gerne einmal kurz gucken. Du setzt dich auf, du bist wieder in der Position, die wir vorhin schon mal hatten, wo ich gesagt habe, mach mal ein Selfie, okay? Und dann geht es wieder rückwärts. Einmal zurück, wumms, und wieder vor. Zurück, zack, und wieder vor. Und das machen wir jetzt ungefähr eine Minute, okay? Jeder in seiner Zeit. Dass uns ein bisschen warm wird, dass wir so ein bisschen in Schwingungen kommen. Energie! Juhu! Vor und zurück, ohne Pause. Ja, und du deutest die Asanas vielleicht tatsächlich einfach nur an. Das reicht, okay? Du musst die nicht ganz ausmalen. Yes! Und nochmal. Genau, zack, und wieder vor, zurück, immer weitermachen, nicht aufgeben, wir wollen ein bisschen Hitze kreieren, Feuer, jawohl, super. Ja, es darf auch manchmal so ein bisschen außerhalb der Komfortzone sein und immer auch mal mit dem Unvorhergesehenen rechnen, vor allem bei mir, ja, die Frankfurter kennen das, bei mir weiß man nie, was kommt. So, und kommt, Leute, jetzt noch mal 5, 4 und hoch, tief, 3, zack, und noch mal 2, jawohl, auf geht's, es wird warm. Und ein letztes Mal, komm hoch, super, und noch mal tief, spürt nach. Im Sitzen. In der gleichen Position, die wir besprochen haben, mit rundem Rücken nachspüren. Sehr schön. Und dann darf jeder von euch in seiner Zeit bitte in einen ersten herabschauenden Hund kommen. Sehr gut. Oh, und jetzt sind wir tatsächlich schon ein bisschen warm. Jawohl, der Atem fließt, das Herz schlägt. Wir haben unsere Lebensgeister aktiviert, passend zum schönen Wetter. Und wenn heute, wo du das guckst, das Wetter vielleicht nicht schön ist, dann hast du jetzt trotzdem ein bisschen inneres Feuer. Und komm nach vorne in die Welle, ja, das Brett, die Planke. Und dann Knie, Brust, Kinn zum Boden absetzen. Sehr schön. Mit der Einatmung deine Kobra. Und mit der Ausatmung Position des Kindes. Sehr schön. Einatmen, roll dich Wirbel für Wirbel. Komm nach unten. Deine Kobra ein. Und Position des Kindes aus. Einatmen, Wirbel für Wirbel, Vierfüßler. Setz dein Kinn, deine Brust unten ab. Komm nach oben, Kobra. Und noch einmal Child's Pose ausatmen, Haltung des Kindes. Ein letztes Mal Vierfüßler, Wirbel für Wirbel, Rücken ist rund. Und dann Kinn hoch, Brust raus, Acht-Punkt-Stellung. Deine Kobra einatmen. Und Down Dog jetzt ausatmen.
Super. Kommt nach vorne, Schritt für Schritt, gerne heute mal mit den Fersen zuerst anfangen. Ja, also so kleine Holzbeinschritte machen. Sehr schön. Und dann hängt euch vorne aus. Rücken ist rund, ihr habt den Stand etwas geöffnet, so ungefähr eine Faust weit. Lasst den Kopf fallen. Jawohl. Einige spüren vielleicht noch die Nachwirkung von unserer kleinen dynamischen Einheit vorhin. Das ist okay. Super. Setzt eure Intention, sammelt euch noch einmal hier, organisiert euch. Alle überflüssigen Gedanken aus dem Kopf rauspurzeln lassen. Für die Sonnengrüße, Surya Namaskar, rollt euch Wirbel für Wirbel mit hängenden Armen, als wenn es leere Pulloverärmel wären, nach oben, runden Rücken langsam. Und dann findet einen geschlossenen Stand am Anfang eurer Matte. Wie geht's uns? Alles gut? Sehr schön. Hände vom Herz, Namaste. Einatmen, streckt euch lang, der Berg. Und mit der Ausatmung noch einmal Hände vom Herz, Namaste. Auf geht's, einatmen, dein Berg, streck dich lang. Schau mal, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst. Und tiefe Vorbeuge, ausatmen, Uttanasana. Mit der Einatmung, du machst Position gerader Rücken. Hier, nur mal ganz kurz nebenbei, kann man zum Beispiel wunderbar zwei Blöcke benutzen. Ja? Ist nur mal so nebenbei bemerkt. Und dann von hier zwei Schritte oder wie viel auch immer du brauchst, herabschauender Hund. Wir gehen nach vorne, wir bauen hier unseren Flow auf für den Sonnengruß, das Brett. Und gerne noch einmal Knie, Brust, Kinn oder wenn du mehr möchtest, Chaturanga für die Fortgeschritteneren. Einatmen, du entscheidest Cobra oder Abdog. Und mit der Ausatmung Down Dog, herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Im Laufgassi auf der Stelle vertritt ihr noch einmal die Beine, schüttel den Kopf aus, ja, 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 nein, 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 vielleicht. Und dann kommst du in eine ruhige, feste Stellung. Der Stand hinten nicht zu breit und nicht zu eng. Und bitte Fußinnenkanten parallel. Ja, so kein V oder ein X mit den Fersen machen. Sehr schön. Beug deine Knie, komm auf die Fußspitzen, guck nach vorne zwischen deine Hände. Da geht's lang, Step, Step an den Anfang deiner Matte. Tiefe Vorbeuge, Uttanasana, ausatmen. Einatmen, steht auf, streckt euch lang. Sehr schön. Und Hände vom Herz, Namaste, Samastiti. Einatmen, Berg. Ja, wir machen jetzt mal so drei Runden. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, gerader Rücken, mit oder ohne Blöcken. Ausatmen, herabschauender Hund. In die Welle, ins Brett, High Push-Up nach vorne. Mit der Ausatmung nach unten, du entscheidest, Knie, Brust, Kinn oder Chaturanga. Öffne dein Herz. Und Down Dog ist die Ausatmung. Sehr schön. Gibt doch nichts über so ein paar ganz solide Sonnengrüße. Schieb mit deinen Händen aktiv in den Boden. Fächer deine Finger auf. Schwerpunkt liegt hinten. Auch wenn deine Fersen den Boden nicht berühren, macht nichts. Dann komm auf die Fußspitzen, beug die Knie, guck nach vorne, lauf zwischen deine Hände, tiefe Vorbeuge, Uttanasana, ausatmen. Sehr schön. Einatmen, steht auf, streckt euch lang, der Berg wie Phönix aus der Asche und Hände vom Herz, Namaste. Letzte Runde, dann kommt was dazu, okay? Einatmen, streck dich lang, komm nach unten, tiefe Vorbeuge. Gerader Rücken, einatmen, Step, Step, komm nach hinten, oben, herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Die Welle, komm nach vorne, bleib dran jetzt. Chaturanga oder Knie, Brust, Kinn. Einatmen, öffne dein Herz, Cobra oder Abdog. Ausatmen, herabschauender Hund. Sehr schön. So, das rechte Bein heben. Ist keine Pause jetzt, geht direkt weiter, Schritt nach vorne. So, jetzt setzt du bitte dein unteres Knie ab, das hintere, das müsste das linke sein. Und dann richte dich mal auf in einen Mini-Krieger 1, okay? Ein Mini-Krieger 1, sehr schön. Tief ins Becken sinken. Und wenn das noch zu viel ist, die Arme hochzustrecken, dann kannst du dich mit den Händen jetzt in der ersten Runde sozusagen auch gerne nochmal hier auf den Oberschenkeln abstützen, ja? Super. Richtig schön runter ins Becken, in die Hüfte, unser Thema. Super.
Perfekt. Und dann komm zurück, Sprinter, hintere Fußspitze abstellen, Knie heben, weil du brauchst Platz jetzt. Und versuch mal, in den herabschauenden Hund zu kommen, ohne Schlürgeräusch. Sehr schön. Einmal in die Welle nach vorne, einatmen. Die Welle rückwärts, beugt die Knie, ausatmen, Down Dog. Wir machen das nochmal, in die Welle nach vorne, lass dir Zeit, wir sind nicht auf der Flucht. Ausatmen, die Welle rückwärts, beugt die Knie, herabschauender Hund. Ja, ich spreche und dann brauchst du meistens ja so 2 Sekunden, bis das gesprochene Wort oben im Kopf ankommt. Also fühl dich nicht getrieben. Ja, ich will damit sagen, du musst nicht so schnell arbeiten, wie ich ansage. Ja, da darf ruhig eine kleine Pause dazwischen sein. Linkes Bein heben, einatmen. Schritt nach vorne ausatmen, ein Mini-Krieger 1. Rechtes Knie runter, auf die Hände kommen, tief ins Becken sinken und gerne die Arme hoch. Sehr schön. Genieß den Stretch. Der Körper müsste jetzt schon ganz gut warm sein. Und dann komm auf deine Hände, heb das hintere Knie ab. Denk dran, weil du brauchst den Platz jetzt. Wenn es geht, ohne Schlürgeräusch, herabschauender Hund. Super. Einmal die Welle nach vorne. Einatmen. Bleib im Flow jetzt. Ausatmen, Welle rückwärts. Knie gebeugt, Down Dog. Wir gehen in die Welle nach vorne und jetzt Achtung, Knie, Brust, Kinn oder Chaturanga. Ja, yeah. Einatmen, tauch hoch, Cobra oder Up Dog. Und mit der Ausatmung, dreimal darfst du raten, genau, herabschauender Hund. Das rechte Bein hebt und du machst wieder einen Mini-Krieger 1 nach vorne. Okay, linkes Knie absetzen, Hände hoch. Sehr schön. Super, das kennst du jetzt schon. Von hier, aufgepasst, Dreieck, großes Dreieck. Hinterer Fuß dreht quer. Oh oh, ja, schön immer aufpassen. Hinterer Fuß dreht quer. Beide Beine sind jetzt ausgestreckt. Super. Und hier spürst du jetzt direkt diesen Approach im Becken und in der Hüfte. Ja, das Becken ist hier weit geöffnet. Super. Dein linker Arm zieht nach oben, der rechte Arm, die rechte Hand ist unten am Schienbein. Ja, es kann auch so auf Höhe vom Knie vielleicht sogar sein. Wenn du einen Block hast, ja, dann darf das auch gerne so aussehen. Ja, das ist wunderbar dann für alle möglich. Wichtig hier in diesem Dreieck, dass ihr die Pobacken fest habt. Okay? Dass ihr Kraft der Muskulatur auch haltet. Sehr schön. So, Achtung, von hier den oberen Arm einmal zirkulieren lassen, auf die Fußspitze kommen, Krieger 1. Ein langer, großer Krieger 1 jetzt. Super. Perfekt. Und herabschauender Hund, deine Ausatmung. Und dann einfach nur sein, bleib hier. Einatmen. Ausatmen 1, Gesichtszüge weich, den Hals entspannt 2. Blas gerne mal die Lippen aus oder schneid eine Grimasse, so ein bisschen Gesichtsyoga 3. Letzten 2 Atemzüge ganz aktiv in die Hände nach hinten schieben, Schwerpunkt liegt in der Beinrückseite 4. Ein letztes Mal in der Stellung, wir wechseln die Seite. Nochmal gut aufgepasst jetzt. Dein linkes Bein heben, einatmen. Und dann Schritt nach vorne, ein Mini-Krieger 1, das, was du schon kennst. Tief ins Becken sinken. Super, dein Herz weit öffnen, Dehnung zulassen. Der nächste Schritt, dein großes Dreieck, Uttita Trikonasana. Gerne mit Hilfe eines Blockes arbeiten. Wenn du heute keinen Block dabei hast und morgen vielleicht auch nicht, einfach mal auf deine To-Do-Liste schreiben, weil es hilft wirklich. Ja, und nur dann können wir eben auch wirklich dementsprechend mal weiterarbeiten. Ja, das, der Block macht es uns da einfach einfacher. Einfach einfacher, genau. So, wenig Druck. Du denkst bitte dran auf der linken Hand. Die linke Hand darf da sein, ja, aber der Fokus der Asana sollte oben liegen. So, und dann apropos oben, du nimmst den oberen Arm an deinem Bauch, an deiner Brust vorbei,
Du beugst das vordere Bein, beide Arme nach oben, dein langer Krieger 1. Sehr schön, super. Und herabschauender Hund ist die Ausatmung. Perfekt. Rechtes Bein heben, einatmen. Wir machen das noch einmal, ein bisschen jetzt fließend. Schritt nach vorne, Sprinter und Mini-Krieger 1. Erst die Mini-Version, hinteren Fuß quer drehen, öffne dich zur Seite, großes Dreieck. Oberer Arm krault an deinem Bauch vorbei, auf die Fußspitze hinten vorderes Knie beugen, ein langer Krieger 1. Sehr schön. Und herabschauender Hund ausatmen. Einmal in die Welle vor dem Seitenwechsel nach vorne und die Welle rückwärts ausatmen, sacken lassen. Linkes Bein heben, einatmen. Schritt nach vorne für den Sprinter, rechtes Knie runter, Mini-Krieger 1. Ja, sehr schön. Komm in dein großes Dreieck. Öffne dich zur Seite, öffne dein Becken, deine Hüfte. Und dann lass deinen rechten Arm am Bauch, an der Brust vorbei, nach vorne ziehen und nach oben. Das ist dein langer Krieger 1, klassischer Krieger 1. Wunderbar. Und herabschauender Hund ist die Ausatmung. Die Welle einatmen, Chaturanga oder Knie, Brust, Kinn ausatmen. Einatmen, du entscheidest, Up Dog oder Cobra, Pobacken fest. Ausatmen, herabschauender Hund. Wir machen es ein letztes Mal, es läuft gerade so gut. Dein rechtes Bein heben, sehr schön. Schritt nach vorne für den Mini-Krieger. Erstmal der Mini-Krieger, yes. Tief ins Becken, super. Und jetzt großes Dreieck, das große Dreieck. Nochmal wirklich zum Genießen. Becken ist weit geöffnet, beide Beine sind aktiv, Teamwork, 50-50. Ist ganz wichtig, dass ihr auch das hintere Bein mit integriert. Sehr schön. Und dann den oberen Arm nach vorne. Das ist die Richtung, in die du willst. Und öffne dich für deinen Krieger 1. Aufgepasst, von hier. Krieger 2 bitte. Yes. Reverse, friedlicher Krieger einatmen. Und seitlicher Winkel mit oder ohne Block ausatmen. Sehr schön. Dein oberer Arm zieht am Ohr und am Kopf vorbei. Und du bleibst hier. Stopp. 3. Atem fließen lassen. 2. 1. Aus der Haltung Sprinter. Herabschauender Hund. Die Welle ein. Chaturanga oder Knie, Brust, Kinn aus. Öffne dein Herz. Einatmen. Down Dog aus. Linkes Bein heben, einatmen. Schritt nach vorne, Mini-Krieger, letzte Runde jetzt. Sehr schön. Öffne dich in dein großes Dreieck, Uttita Trikonasana. Ja, vielleicht wackelt das ein bisschen, das ist okay. Alles gut, mach dir keinen Stress. Und dann nimm den oberen, den rechten Arm. Ziehen an dir selber vorbei in die Richtung, in die du jetzt willst. Du kannst auch mit dem Zeigefinger mal so ein bisschen, hier geht's lang, machen. Und dann richte dich auf. Yes, dein großer Krieger 1. Tief ins Becken sinken. Sehr schön. Öffne dich, Krieger 2. Super. Reverse, friedlicher Krieger einatmen. Seitlicher Winkel ausatmen. Wunderschön. Zieh deinen oberen Arm über das Ohr, über den Kopf. Du verlängerst dich quasi. Ja, von deiner Fußaußenkante hinten rechts, über die gesamte Länge deines Beines, über die Flanke, den gesamten Rücken, die Brust, bis in deine Fingerspitzen. Sehr schön. Und komm aus der Rotation nach unten in deinen ganz normalen Sprinter. Und dann bitte rechten Fuß zum linken nach vorne an den Anfang der Matte. Tiefe Vorbeuge. Häng dich aus, spür nach. Lass den Kopf fallen für den Moment. Schaut, dass eure Knie wieder leicht gebeugt sind. Ganz entspannt, gechillt, relaxed, alles ist gut. Keiner will dir was Böses. Tief in den Bauch ein- ausatmen. Und dann wirklich auch mal so dein eigenes Feuer, deine Energie spüren. Alles, was das mit dir gemacht hat,
Sehr schön. Komm in einen geraden Rücken mit oder ohne deinen Blöcken als Hilfsmittel. Super. Und nochmal tiefe Vorbeuge ausatmen. Sehr schön. Von hier aus der tiefen Vorbeuge, wir öffnen den Stand wieder mattenweit. Heute ist ganz viel mattenweit. So, und die Fußspitzen so ein bisschen nach außen wie Charlie Chaplin. Sehr schön. Dann setz dich tief in deine Hocke. Die indische Hocke, Malasana. Hände vom Herzen, Namaste. Sehr schön. Ja, so ein bisschen die Gegenbewegung zu der Vorbeuge, die wir gerade gemacht haben. Das Becken ist jetzt ganz tief unten und der Kopf ist oben. Und wenn ihr möchtet, ihr könnt gerne mal den rechten Arm zur Seite ausstrecken und den linken nach oben. Dann haben wir noch einen kleinen Twist dabei. Sehr schön. Achtet darauf, dass eure Fußinnenkanten stabil sind. Zieht gerne das Fußgewölbe innen nach oben. Und dann wechseln mal die Seite. Linke Hand schräg nach unten, Schulter drückt gegen das Knie und den linken Arm weit nach oben. Dein Twist. So, und weil wir heute über die Blöcke gesprochen haben, ich will es mal kurz zeigen, wenn du jetzt Blöcke hättest, ja, nur mal rein theoretisch, dann könntest du dich zum Beispiel auf den Block draufsetzen. Ja, und schon sieht die Welt ganz anders aus. Also ich meine es wirklich ernst, es lohnt sich, ich will da jetzt nicht so drauf rumtrampeln, aber es ist wirklich so, mit Blöcken zu arbeiten, das ist, sind einfach Weltenunterschied. Ja, natürlich, das ist ein Training für dich zu Hause und vielleicht hast du halt keinen Block und jetzt kriegst du auch nirgendwo einen eventuell her, aber mal für die Zukunft, okay? Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle ja noch ein bisschen länger Yoga macht, okay? Im Idealfalle. Super. So, dann komm zurück in deine Hocke, spür mal kurz nach. Sind jetzt schon ziemlich lang in der Hocke, das ist eine Übung für sich. Die Kniebeuge, super, super wertvoll. Sehr schön. Und dann darfst du dich hinsetzen. So wie du bist, hinsetzen. Und dann bring mal bitte dein rechtes Schienbein nach vorne und das linke Bein gebeugt nach hinten. Okay? So, rechts ist vorne, links ist hinten. Die Hände vors Herz, Namaste. Sehr schön. Ich zeig dir einmal die Übung. Du brauchst nur gucken, okay? Du brauchst erstmal nicht mitmachen. Du hebst dein hinteres Bein ab und streckst das Bein nach vorne. Okay, dann gebeugt nach hinten, wieder absetzen. Ich zeige es nochmal ganz kurz, nur zugucken, brauchst wegen meiner noch nicht mitmachen. Heb dieses Knie ab, streck das Bein nach vorne ganz aus, Fuß ist geflext und dann langsam wieder zurück und ganz absetzen, okay? Und das machen wir jetzt erstmal nur auf dieser Seite. Wir wechseln dann später. Also, auf geht's. Wir machen das 10-mal. Hände vom Herz, Namaste, Rücken erstmal gerade. Später wird der Oberkörper so ein Stückchen nach rechts ausweichen. Das ist aber normal. Das ist okay. Also, 1, heben, strecken, Rücken gerade, beugen und wieder zurück. 2, heben, strecken, Rücken ist gerade, Fuß flex, beugen und wieder zurück absetzen. Runde 3, heben, strecken, gebeugt wieder zurück. 4. Sehr schön. 5. Wieder ganz absetzen. 6. Streck ganz aus, komm wieder zurück, setz ganz ab. 7. Sehr schön. 8. Zweimal mehr, schaffen wir. Wieder zurück. Super. Und 9. Jawohl. Ganz ausstrecken, ganz nach vorne, wieder zurück. Und ein letztes Mal. 10. Bleib mal kurz hier für 5. 4 mit gestrecktem Bein, Fußflex. 3, 2, 1 und wieder nach hinten. Sehr schön. Super. Und kommt hier einmal kurz nach vorne. Und spürt nach. Hm.
Eine ganz kurze Mini-Pause. Und dann richtet euch auf, wir wechseln die Seite. Jetzt kommt das linke Schienbein nach vorne, rechtes Bein ist hinten. Hände gehen wieder vors Herz, Namaste. Schau mal, dass du einigermaßen gerade sitzt. Ganz gerade geht es nicht, ja, aber so einigermaßen. Und jetzt heben, auch immer auf dem Schirm haben. Man hat meistens so eine Schokoladenseite und eine, ja, wo es vielleicht nicht so läuft, okay? Das ist aber normal. Ich zeige nochmal die Übung auf der Seite. Du möchtest dein Bein, dein rechtes heben und zu mir nach vorne quasi in dein Laptop oder in dein Handy ausstrecken. Fuß ist flex. Ja, du kannst auch den großen Zeh nochmal so extra ansteuern. Super. Und wieder zurück. Wir machen das 10 Mal. Auf geht's. Seid ihr dabei? 1. Strecken, beugen und wieder zurück, ganz absetzen. Heben, strecken nach vorne zu mir und wieder absetzen. Sehr schön. Heben, Runde 3, strecken und wieder zurück, ganz absetzen. Heben, Runde 4, strecken, Rücken gerade, wenn es geht und wieder gebeugt nach hinten, zurückspulen. Und wieder vorwärts, heben, strecken zu mir und wieder zurück. Halbzeit, 5 hast du schon, 5 machen wir noch. Sehr schön. Und wieder zurück. Super. Mal heben, strecken und wieder zurück. Sehr schön. Heben, strecken zu mir nach vorne, Fußflex, Rücken gerade, Atem fließen lassen. Davon gehe ich jetzt scharf aus. Sehr schön. Oh, jetzt habe ich gar nicht richtig mitgezählt. Wie viel noch? 5, oder? Nein, Scherz. Noch 2. So, komm vor. Wieder zurück und ein letztes Mal. Komm vor zu mir und bleib hier jetzt. Stopp. 5. Ja, Rücken gerade, Brust raus. 4, 3, 2, 1 und wir lösen. Sehr schön. So, ihr könnt das Bein wieder nach hinten ablegen und noch mal kurz nach vorne. Sehr schön. Ruhig mal so richtig theatralisch, dramatisch ein- ausatmen. Perfekt. Richtet euch auf und kommt noch einmal in einen herabschauenden Hund. Super, und dann fühlt euch mal, wie geht's dir? Was hat sich verändert? Jetzt und vor einer halben Stunde? Vertritt ihr nochmal die Beine, wenn du das brauchst. Ihr müsst das nicht machen. Ja? Also ihr könnt auch einfach nur ganz still in diesem Hund stehen. Das ist auch okay. Ganz wichtig ist, vor allem wenn ihr Anfänger seid und wenn ihr wirklich noch nicht viel Yoga-Erfahrung habt, dass ihr das wirklich langsam mit Bedacht angeht, die ganze Geschichte hier. So, jetzt du hebst bitte dein rechtes Bein. Einatmen. Wir kommen zur Schlusssequenz. Die Taube ausatmen. Setz dein rechtes Bein, deinen Unterschenkel zwischen deinen Händen ab. Kannst mit dem hinteren Knie ruhig noch ein Stückchen weiter nach hinten rutschen. Leg gerne auch die Fußspitze hinten jetzt ab. Das geht auch aufgestellt, so ist es nicht. Aber wegen meiner gerne heute einmal zur Belohnung sozusagen mit flach aufgelegten Fußrücken. Und dann kommt ihr tief. Ich zeige kurz eine Alternative, wenn du einen Block hast. Du kannst den Block unterschieben, ja, dann ist deine Pobacke, deine Po-Hälfte ist dann so halb auf dem Block drauf. Und dann kommt tief. Die schlafende Taube. Erstmal nur das, die Fortgeschrittenen gedulden sich bitte. Ich biete dir gleich eine Alternative an. Keine Angst, ich habe euch nicht vergessen. Ich weiß, da draußen sind auch viele Fortgeschrittene. Komm erstmal in Ruhe hier an in dieser schlafenden Version. Ja, gib deinem Becken, deiner Hüfte nochmal eine faire Chance, Oberschenkelinnenseite. Jeder spürt es jetzt wahrscheinlich so ein Stück weit auch woanders. Jeder Körper ist ja unterschiedlich. So, wenn du mehr möchtest, die Fortgeschrittenen jetzt, richtet euch auf. Ursprünglich ist die Taube tatsächlich eine Rückbeuge. Viele wissen das gar nicht mehr, weil wir wirklich meistens inzwischen so über die Jahre die Vorbeuge tief machen. Aber eigentlich, ja, ich bin ja so sehr konservativ zum Teil jedenfalls, eigentlich ist es eine Rückbeuge. Okay, so, das heißt, hier ist die Chance. Du kannst gerne jetzt dich aufrichten mit dem Oberkörper, ja, und dann mit beiden oder mit einer Hand zum hinteren Fuß greifen.
Ja, so das hintere Bein beugen und dann mit einer oder beiden Händen zum hinteren Fuß. Druck und Gegendruck. Ja, super. Drei noch. Die anderen bleiben einfach unten. Zwei. Ein letztes Mal in diese wunderschöne Rückbeuge ein- ausatmen. Super. Und dann lösen. Herabschauender Hund. In die Welle einatmen. Die Welle rückwärts beugt, die Knie machen Entenpopo, ausatmen. Ein letztes Vinyasa, einatmen, komm nach vorne, die Welle. Und statt Welle rückwärts, Chaturanga oder Knie, Brust, Kinn. Tauch nach oben, einatmen, Cobra oder Up Dog. Und ausatmen, Down Dog. Linkes Bein hebt, andere Seite. Deine Taube, Pigeon Pose, Kapotasana. Ja, findet euren Winkel, jeder für sich. Und es darf ruhig jetzt auch schon so ein bisschen Tension haben. Ja? Also es darf jetzt ein bisschen, ich sag mal, anstrengend sein. Anstrengend ist übrigens nicht schlimm. Ne? Anstrengend ist auch nicht gleich schwierig. Ja, also anstrengend ist einfach nur, ja, es ist anstrengend. Aber das heißt nicht, dass es deshalb irgendwie schwierig oder kompliziert ist. So, kommt in eure schlafende Taube erstmal. Gebt dem Körper einen kurzen Moment Zeit. Lasst eure Schultern sich entspannen jetzt. Euren Kopf, die Stirn sollte wirklich jetzt am Boden sein. Und nur wer möchte, wer sich angesprochen fühlt, jetzt zum Abschluss der Einheit heute, richtet euch nochmal auf. Das ist vielleicht euer Highlight jetzt. Beugt das hintere Bein, greift erstmal mit einer Hand vertrauensvoll, beherzt nach hinten und eventuell, wenn ihr einen guten Tag habt, was Gleichgewicht angeht, gerne natürlich auch mit der zweiten Hand. Okay? Sehr schön. Richte dich weit auf. Komm in deine Rückbeuge. Brust raus, Bauchnabel innen halten, so gut wie es geht. Für drei. Druck und Gegendruck mit dem Fuß in die beiden Hände, mit der Hand in den Fuß. Zwei. Gleich geschafft. Eins. Und wir lösen. So, und hier jetzt kein Hund und kein Vinyasa. Leg dich einfach mal flach auf deinen Bauch. Streck eine Hand nach vorne aus. Guck ruhig mal zu mir, wie das aussieht. Okay, eine Hand lang nach vorne. Und dann rollst du dich über diese Hand, über diesen Arm auf die andere Seite. Ja, du kommst jetzt wieder in eine Rückenlage. Sehr, sehr schön. Super. Von hier einmal gerne kurz gucken. Du nimmst dein rechtes Bein auf das linke. Das ist so ein ganz klassischer Sitz für die Frauen auf jeden Fall. Ihr wisst, was ich meine. So sitzen wir eigentlich fast den ganzen Tag, oder? Und jetzt lass mal beide Knie nach rechts sinken. Deine Arme darfst du gerne wie Flugzeugtragflächen zu den Seiten weit ausbreiten. Den Kopf nach links. Sehr schön. Bleib hier, nimm jetzt noch einmal die Dehnung im Becken und in der Hüfte wahr. Mit der Schwerkraft. So wie es ist. Ihr braucht gar nicht groß jetzt nachjustieren oder sowas auf die letzten Meter. Lasst die Beine einfach so, wie sie sind, nach rechts unten sinken. Die Knie werden hier bei der Version auch nicht den Boden berühren. Okay? Also da willst du gar nicht hin. Die Knie sollen gar nicht den Boden berühren. Du willst einfach nochmal in deiner Seite Dehnung, ja? Dehnung wahrnehmen. Super. Und kommt einatmen in die Mitte, wechsel die Seite. Kopf in die andere Richtung, Augen schließen. Mit der Schwerkraft. Und immer wenn du einatmest, hebt sich dein Bauchnabel. Wenn du ausatmest, sinkt die Bauchdecke nach unten, innen, Richtung Wirbelsäule.
mal tief ein, tief aus. Und dann komm in die Mitte und streck beide Beine jetzt lang nach vorne. Deine Arme kannst du ein bisschen näher zu den Seiten gerne nehmen. Handteller zeigen nach oben. Lass die Fußspitzen zu den Seiten nach rechts und nach links fallen. Die Knie sind vielleicht ein ganz kleines bisschen angebeugt. Schau mal, dass du solide auf deiner Matte sitzt, beziehungsweise liegst jetzt in Shavasana. Wir kommen zur Endentspannung. Dein Kopf ist genau in der Mitte zwischen beiden Schultern. Und dann zieh mal dein Kinn ein ganz kleines Mini-Bisschen Richtung Brustbein, dass der Nacken hinten ganz lang ist, wie eine Autobahn. Super. Das ist auch, wenn du so ein kleines Doppelkinn machst. Und dann werde langsam immer ruhiger, immer stiller. Und versuch auch alle Nebengeräusche auszublenden, egal was da ist. Schritte in der Wohnung, zu Hause, Gesprächsfetzen. Irgendwo klingelt ein Handy, Straßenverkehr. Das interessiert dich alles nicht. Du kommst immer mehr und mehr bei dir selber an. Wenn es noch irgendetwas gibt, was du ausrichten oder verändern möchtest in der körperlichen Position, du darfst das jederzeit gerne machen. Es ist alles erlaubt, alles darf sein. Hauptsache, du bist jetzt entspannt. Diese Entspannung nimmt jetzt nach und nach deinen gesamten Körper, deinen gesamten Organismus ein. Jede Zelle, jedes Atom, jedes Molekül, alle Bänder, alle Sehnen, alle deine Gelenke entspannen sich. Alle Muskelgruppen, die kleinen und die großen, dein Bindegewebe, alle Nervenbahnen, alle Meridiane. Shavasana. Und in deiner Welt und da, wo du jetzt bist, darfst du gerne noch so lange, wie du magst, da liegen und fühlen und einfach nur sein. Ich verabschiede mich an der Stelle von dir. Lass dir Zeit. Du musst jetzt noch nicht zum Sitzen kommen oder so. Bleib wirklich so lange in dieser Endhaltung, wie du möchtest. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich schenke dir ein Lächeln und du darfst dir auch ein abschließendes Lächeln schenken und dich bedanken bei dir selber, dass du da warst und mitgemacht hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Namaste.